Auf jeden Fall, Leute, ich wollte euch zum Abschluss des heutigen Vlogs auf jeden Fall nochmal etwas sagen. Und zwar, was in dem HD-Room jetzt passieren wird noch demnächst. Das habe ich nämlich heute den gesamten versprochen, Korbe gehört. Habe ich nämlich den gesamten Tag schon nicht gesagt in den Vlogs. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal raushauen. Und zwar, wir werden dort sozusagen eine, ja, Bühne bauen, wo dann so die Wände hinten vielleicht schwarz gestrichen sind, oder mal gucken. Und dann so HD-Logos dran und so. So ein Tisch drauf, wo dann der neue PC raufkommt und rankommt und so rein. Wenn der neue PC, wenn ich einen neuen PC dann bekomme. Und die Bühne wird auch richtig geil, Leute. Da werden wir dann irgendwie so eine HD-Shows oder sowas abspielen, Leute. So oder so. Ja, von da aus können wir halt richtig viel machen. Und falls Gaming-Videos kommen, kommen die nur noch von da, Leute. Und deswegen, ja, würde ich sagen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben. Denn es macht ja auch Sinn, so, weißt du, was ich meine? Weil damit kann man halt einfach so. Ja, es ist einfach geiler, Leute. Es ist einfach professioneller, wenn wir so ein Gaming-Video haben. Und, ja, dann einfach so, ja, D-Logo im Hintergrund, so eine extra Bühne fühlt sich noch Premium an. Da drunter kommen LEDs, hinter das HD-Logo LEDs, Leute, werde ich mir alles noch irgendwie einfallen lassen. Und, ja, deswegen würde ich dann da auch schon mal sagen, geht auf jeden Fall so klar. Aber wir haben es noch nicht ausgemessen. Ich habe nämlich eine Idee gehabt. Ich zeige euch das kurz. Und zwar, ich bin noch auf WhatsApp drauf. Und zwar den Planer 5D. Da habe ich nämlich schon die Werte von meinem Zimmer drin eingegeben. Und zwar, chill mal. Chill mal, Digga. Was wollen die? Alter, sind die Jungs in K3. Chillt mal, Leute. Yo. Hatte 23 Nachrichten von wem? It? Was ist das denn für ein Foil? Digga, was ist das? Leute, das ist gerade extrem creepy. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Ich habe so ein bisschen Schiss, Leute. Zumal ich bin hier momentan alleine im HD-Room, Leute. Schaut euch um. Oh, Autofokus geht mal wieder nicht. Ah, Leute, wartet kurz, ich muss Autofokus wieder einstellen. Ich gehe mal gar nicht hier. Leute, ihr seht das hier, ich bin hier komplett alleine gerade. Ich habe das Fenster gerade zugemacht, das war die ganze Zeit offen vor dem Video, weil es war auch kalt, ist auch kalt bis natürlich geworden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was das gerade ist. Das ist ein bisschen creepy, ich mache den Bildschirm mal etwas dunkler, dass man hier auch besser sehen kann. Leute. Alter, was will das? It, aber auch in so einer komischen Schrift. Das I ist komplett weit unten, Leute. Seht ihr das? Das I ist total weit unten, Leute. Was ist das? Ist das irgendein Hacker oder so? Ey, Leute, ich habe gerade Angst, dass es das irgendein Hacker ist, der jetzt vielleicht Zugriff auf mein Handy hat oder so. Und keine Ahnung, Leute. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ne? Soll ich den blockieren oder so? Kontakt anzeigen. Aber es das heißt ja anscheinend, dass er in meinen Kontakten schon drin ist. Und vor allem, es ist die ganze Zeit online, Leute. Es ist die ganze Zeit online. Das ist das Gruselige. Ich schreibe jetzt einfach, was es will. Sechs, sechs, sechs. Ich habe jetzt geschrieben, was willst du? Leute, es ist nicht mehr online. Es ist nicht mehr online, Leute. Es ist nicht mehr online.
Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe hier eine neue Nachricht. Alles hat ein Ende. Leute, ich bin gerade ein bisschen geschockt darüber. Es hat die Nachricht gelesen. Es hat die Nachricht gelesen. Und es heißt ja sogar, fällt mir gerade auf, it. Es übersetzt. Leute, das ist creepy as fuck, Leute. Das ist creepy as fuck. Und ihr seht, ich bin hier komplett alleine, Leute. Autofokus funkt mal wieder nicht, aber ihr seht trotzdem, ich bin hier komplett alleine, Leute. Hier ist überall niemand. Das ist gruselig, Leute. Das ist echt gruselig. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Was willst du von mir? Na moin, Digga. W7ilst. Alter Leute, was ist denn das? Ich weiß, warum das so komisch ist, Leute. Der Blaufilter ist nicht auf 100%, deswegen sind da noch solche LEDs oder so, oder keine Ahnung. Hä, lol. Seht ihr diese Streifen auch, Leute? Ich sehe die gerade in der Kamera. Die gehen ja richtig ab. Ey, Leute, aber ich finde es wirklich immer noch gruselig, as fuck, ne? Ich meine, was ist denn das? Warum sind die so Streifen? Die nerven. Aber das hier nervt mich noch viel mehr, Leute. Es liest die Nachricht nicht. Das steht nicht. Okay, es ist online. Es ist online, aber es liest die Nachricht nicht. Ich habe Angst, dass es irgendein Hacker ist oder so. Ich habe eine gute Idee, was ich schreibe, was ich frage. Was bist du? Es liest die Nachricht nicht, Leute. Jo Leute, hier kommen richtig creepy Sounds. Irgendwelche Atemsounds oder so. Alter, Digga, ich nehme mein Bein hier weg, Alter. Ich hab echt Schiss. Ich komme irgendwie aus der Richtung. Leute, was ich gruselig finde, ist, dass es online ist, aber die Nachrichten, die ich geschrieben habe, nicht lesen will. Ich weiß nicht, was soll ich machen, Leute. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Warum liest du nicht die Nachrichten? Es liest die Nachrichten. Es hat mir ein Bild geschickt, Leute. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das, Leute? Woher hat es ein Bild von mir? Was? Sei leise. Warum? Leute, ich finde das so gruselig. Ne, das ist so creepy, Leute. Es hat die Nachricht direkt ges. Es hat eine Nachricht geschrieben, Leute. Leute, genau diese Atemgeräusche habe ich gerade eben gehört, aber in lauter. Und die kamen von draußen vor dem Fenster. Ich traue mich nicht, vor das Fenster zu gehen und zu gucken, Leute. Bestimmt steht da irgendwas draußen. Ich habe so Angst, dass da jetzt irgendwas steht vor dem Fenster. Vielleicht sogar wirklich dieser komische Clown hier oder sowas. In dem Film It oder so, da sind es doch so drei Punkte irgendwie, die sich in alles verwandeln können oder so und einen fressen.
Leute, was, wenn da wirklich diese drei Punkte sind an jedem Fenster eins oder so? Mein Gott, Leute, das ist creepy as fuck, ne? Ich frage jetzt nochmal, was willst du von mir? Er liest wieder die Nachricht sofort. Das ist mir so creepy, Leute. Oh, das ist so creepy. Und es ist offline. Leute, es ist wieder offline. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keinen Plan, was ich jetzt machen soll, ne? Leute, ich traue mich hier nicht mehr weg, Alter. Leute, der Autofokus ist jetzt ganz schön. Leute, es ist bestimmt da irgendwo vor den Fenstern oder sowas. Und keine Ahnung, Leute, es ist einfach offline. Ich stecke jetzt einfach ein. Keine Ahnung. Zwei Hände, die sich schütteln oder so, dass wir uns vertragen wollen oder so. Ich weiß nicht mal, was es von mir will. Ich habe echt Schiss, Leute. Ich keine Ahnung. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Es ist wieder online. Es ist wieder online. Aber es hat immer noch nicht die Nachricht gelesen. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Könnt mit dem Kontakt, keine Ahnung, ich glaube, ich werde es blockieren oder so. Ich frage mich, was es von mir will, wirklich. Ich werde jetzt einfach mein Handy weglegen. Und keine Ahnung, oder keine Ahnung, Alter, ich werde ihm einfach. Was soll ich machen, Leute? Ich werde ihm einfach nicht mehr schreiben, einfach. Ich weiß nicht, was ich machen soll, oder? Keine Ahnung. Außerdem muss ich euch noch etwas zeigen, Leute. Ich muss euch etwas zeigen. Das ist einfach zu heftig, ne? Lass uns einfach versuchen, nicht mehr dran zu denken, Leute. Wenn man Angst hat, sollte man nicht dran denken. Ich muss euch etwas zeigen, einfach. Es ist alles in Ordnung. Ich muss euch einfach was zeigen. Hier 58 Aufrufe, also 60 Aufrufe, Leute. Auf dem Polen-Video. Es ist einfach zu heftig, Leute. Ihr seid einfach zu heftig. Leute, und die ganzen Kommentare, Leute. Ich kann ja jetzt auf die ganzen Kommentare mal ein bisschen reagieren. Und zwar schwarze Würste verpackt, ja lol, ja, das war wirklich lol, Leute. WTF, wie kaputt ist denn bitte das Handy? Ja, das war sehr kaputt. Warum im Zug und nicht in einem. Nicht einem Maybach. Ja. Schreibt man Maybach überhaupt so? Heißt das nicht Maybach oder so? Oder Maybach, keine Ahnung. Ich war auch schon mal in Polen. War cool. Endlich ein Roadtrip. Nice Video, Sieg. Alles klar. Gibt es dort doch geile Spielzeuge? Die Eingabe habe ich nicht gesehen. Die Messet waren. Die Messet waren geil. Alles klar. Alles klar, Bro. Gut geworden. Und geil, Aseidel. Okay, das waren die Kommentare. Anscheinend es auch nicht mehr zu schreiben. Leute, das war bestimmt irgendein Wichser, der sich einen Scherz erlaubt hat. Oder es war wahrscheinlich auch Airplayer, der sich einen Scherz erlaubt hat, vielleicht. Weil er ist momentan zum Spätkauf gegangen. Und momentan scheint darauf hinzuweisen, obwohl ich das nicht ganz verstehe, Leute. Weil ich war dabei, das Video zu machen. Glaube ich, oder? Ja, Leute, da seht ihr es. Da hatte ich einfach die Kamera hier in der Hand. Und da mein Handy, Leute. Leute, es macht keinen Sinn. Es macht einfach. Es ist immer noch online und hat meine Nachricht immer noch nicht gelesen. Leute, ich keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll damit. Ich würde eigentlich sagen, sofort blockieren, aber was ist. Ich weiß nicht, was soll ich machen, Mann? Leute, es hat die Nachricht gelesen. Ich mache mal das Display wieder heller. Dann sehe ich auch besser, so, ob er es gelesen hat oder nicht. Aber es macht jetzt nichts mehr. Ich frage, wo bist
Du. Leute, es hat mir ein Video geschickt. Jo, es hat mich gefilmt. Das muss irgendwo von dort oder so gekommen sein oder von dort. Leute, genau wo die Fenster sind, ich hab's gesagt. Irgendwas ist draußen an den Fenstern. Irgendwas ist draußen an den Fenstern. Leute, irgendwas ist draußen an den Fenstern und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht einfach, was ich machen soll. Es hat geschrieben. Es hat geschrieben. Warum? Warum lacht es auf einmal? Oh mein Gott, Leute, es nimmt eine Audio auf. Oh mein Gott, Leute, jetzt werden wir die Stimme von S hören. Jetzt werden wir die Stimme von ihm hören. Oder er oder was auch immer es ist. Leute, es ist einfach eine Audio, wo nichts rauskommt. Es kommt einfach kein Sound raus, Leute. Leute, es nimmt wieder eine Audio auf. Leute, dieses Bild ist creepy und warum heißt es It? Also es, warum heißt es so? Woher kennst du mich und wer bist du? Leute, da ist einfach nichts. Clown. Das Einzige, was ich denke bei Clown, ist Zirkus. Und ich war in letzter Zeit nicht beim Zirkus. Es macht einfach keinen Sinn, Leute. Es macht einfach keinen Sinn. Ich habe eine Idee, was ich schreibe. Der Prank ist nicht witzig. Leute, wenn es Airplayer ist, dann wird er wahrscheinlich jetzt aufhören, weil ich meine, wenn ich ihm schreibe, dass es der Prank nicht witzig ist. Ich schätze mal, dann wird er es lassen. Es ist momentan 3 Grad, Leute, und ihr seht ja hier auch. Es wird wieder wärmer, Leute, Frühling. Ich will mich jetzt einfach nur ablenken von dem ganzen Scheiß. So hier, Leute, das AFK-Spieler. Video hat ein bisschen zu wenig, finde ich, Aufrufe. Da könnt ihr auf jeden Fall noch reinhauen, wenn ihr wollt. Und wer wissen will, wie viele Abonnenten ich momentan habe. Ich zeige es nicht. Hallo. Ich überlege, dass ich es zeige und den will ich gar nicht mehr abonnieren, Leute. Der hat nur ein lustiges Video gehabt. Lol. Ich werde einfach, keine Ahnung. Ich höre alles, wie du Angst hast. Oh mein Gott. Leute, es das heißt wirklich, es ist irgendwo vor dem Fenster und es hört mich. Das ist so gruselig, Leute, das ist so gruselig. Keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ich bin überfordert. Ich bin einfach überfordert. Eine Sprachnachricht. Leute. Leute, das bin ich. Aber so abgedämpft, dass es vielleicht wirklich vor dem Fenster ist. Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum?
Okay, Leute, seid ihr für den großen Moment gespannt? Wie viel? Oh, ich muss mich einfach ablenken. Keine Ahnung, Leute. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Gar nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. In diesem komischen Schrank ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Was ihr alle denkt. Mein Posteingang. Auch. Das ist scheißegal. Hier ist nichts. Leute, dieses creepy etwas hat irgendwie gerade, keine Ahnung, irgendwie gerade mir die Idee geklaut, weil ich hatte gerade die Idee, mich abzulenken und jetzt ist die Idee irgendwie weg. Video. Oh mein Gott, Leute. Jetzt habe ich Angst, Leute. Es ist einfach hier drinne. Irgendwo. Es ist irgendwo hier drinne, Leute. Es war direkt hier vorne. Direkt neben mir, Leute. Es muss direkt neben mir gewesen sein. Oh mein Gott, ein Handy, Leute. Gerade gesehen, Leute. Jo. 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 Wehe, du kommst auf dumme Gedanken. Was sind für dich bitte dumme Gedanken? Ja, Scheiß, schick ab. Leute, es schreibt. Leute, draußen. Leute, draußen, Alter, kam gerade irgendein komisches Geräusch. Aber es muss hier drinne sein. Keine Versuche zu gucken. Ich bin mal hier, mal da. Leute, ich werde jetzt einfach mein Handy ausschalten. Und hier einfach nur noch rausgehen, Leute. Ich werde jetzt einfach hier rausgehen, Leute. Ich werde jetzt einfach nur noch hier rausgehen, Leute. Ich habe einfach keine Nerven mehr dafür, Leute. Ich habe einfach. Falls es das sieht, ich weiß nicht. Was es von mir will, Leute. Ich weiß nicht, was es von mir will, aber es ist einfach, was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich weiß nicht, was es von mir will. Falls du das hier siehst, was willst du von mir? Weil ich wollte einfach nur kurz den Vlog beenden. Von heute, gestern, wann ich es hochlade. Und es ist einfach so krank, Leute. Ich weiß nicht, was es ist, Leute. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich verpiss mich einfach, okay? Ich werde einfach jetzt dieses Haus hier verlassen und nie wiederkommen, Leute. Mein Handy ist aus hier. Ihr könnt es nochmal sehen. Hier. Die Taste funktioniert nicht. Hier. Ich drücke hier drauf. Es geht nicht, Leute. Ich lasse mein Handy einfach hier, Leute. Keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Tschüss.